Ich fühlte mich wie neugeboren, als ob ich verkümmerte Flügel an mir entdeckt hätte. Ich fand auf einmal Gefallen an so vielen neuen Dingen, zum Beispiel am Schreiben, und fing an, dir einen Brief zu schreiben. Doch etwas blockierte mich, meine Flügel ganz weit auszubreiten. Was ein Vater für seinen Sohn alles tut. Ich frag mich, ob meine Mutter das für mich getan hätte. Vermutlich nicht. Sie ist böse. Und dann hörte ich eine Stimme, und zwar meine innere. Ich gab ihr den Namen Yusra. Deine Mutter war kein schlechter Mensch. Woher weißt du das? Ich kenne sie. Ist sie hier? Ja, die ist hier. Hier in Deutschland? Ja, hier in Berlin. Wie hier in Berlin? Heißt das, dass ich ihr hier hätte begegnen können? Psst, mein Kind, ich will dir jetzt zwei Weisheiten verraten. Ne? Gib mir deine Hand. Guck mal, warum ist die Hand eines Mannes größer als die eine Frau? Keine Ahnung. Weil Männer von Natur aus sind Geber. Die geben ja alles. Geld, Liebe, Kraft. Männer sind von Natur aus Geber. Ja. Und die zweite Wahrheit? Die zweite Wahrheit, die sagt etwas über die Frauen. Frauen sind zierlicher, kleiner, weniger muskulöser als Mann, dennoch sind sie stärker. Weißt du, warum hat Allah gewollt, dass Frauen ausnahmslos Kinder zur Welt bringen können? Weil sie vielleicht weniger arbeiten? Ihr Kelb, ja, hallo. Nein, Frauen sind von Natur aus stärker. Aber ich verstehe nicht, was hat das mit meiner Mutter zu tun? Wo ist sie? Also es gibt in jeder Ehe einen gewissen Punkt. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann weiß jede Frau, dass ihr Mann überlegen ist. Hm? Und Männer spüren das. Ne? Die können halt nicht verkraften. Dann reagieren sie mit Schlägen und dann Suff und Alkohol und so weiter. Und deine Mutter, die war eine sehr kluge und starke Frau. Die hat diesen Punkt sehr früh erkannt und erreicht. Mein Vater hat meine Mutter geschlagen? Psst, mein Kind, weißt du was? Wir treffen uns nächste Woche in der Bibliothek vom Moschee, okay? Und dann reden wir weiter. Und gibst du mir dann auch ein Foto? Guck mal, wie schön der Mond ist. Schau her. Jedes Jahr wählen in Deutschland 10.000 Menschen den Freitod. 996 Menschen sprangen letztes Jahr vom Dach. Davon jeder Zehnte von diesem hier. Es ist das Nomuski-Hauptquartier. Ich meine, ist doch gar nicht so schlimm, oder? Hey, hallo, schönen guten Tag, willkommen bei Nomuski, kommt rein. Ich bin eure persönliche Feel-Good-Managerin und für euer Wohl zuständig. Kommt rein, hey. Was habe ich dir gesagt? Nicht die Füße auf den Tisch, du Penner. Sorry, hey. Wollt ihr irgendwas trinken? Ein bisschen Kaffee, Tee, Bier, Wein, Sekt, Koks? Und hören Sie, sollte diese Lieferung hier nicht rechtzeitig ankommen, werden Sie erfahren, mit wem Sie es hier wirklich zu tun haben. Denn ich habe nicht nur alle Feen in der Hand, ich habe bereits Ihre Eier im Schraubstock. Herzlich willkommen, ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid. Ich habe aber leider nicht so viel Zeit, höchstens 3 Minuten, deswegen gehen wir mal alles ganz schnell durch, okay? Einmal möchte ich euch gerne unsere Kampagne vorstellen. Hier einmal der Werbespot. Nomuski präsentiert die beste Nachwuchsband der Welt mit Migrationshintergrund. Alias Love. Einmal dann hier unsere Plakate, die werden europaweit ausgehängt. Sagen Sie,
Ist es vielleicht möglich, den Karl Pitalis als unseren Produzenten zu bekommen? Du bist Karl Pitalis? Dann frage noch einfach selber. Hey Jungs, schön euch zu sehen. Ihr habt es weit gebracht. Sie haben Diabetes? Ja, wieso? Warum essen Sie dann Snickers? Warum nicht? Ich spritze auch Insulin. Ja, wenn Sie diesen Süßkram da nicht essen, dann bräuchten Sie auch kein Insulin. Wie soll denn das gehen? Das ist doch Schwachsinn. So, die 3 Minuten sind jetzt leider rum. Aber ich habe noch eine ganz tolle Neuigkeit. Und zwar bekommen wir für die große Numuski-Show das Tempodrom. Und Elias, dich bringe ich ganz groß raus. Wir haben Karl Pitalis zwar nicht gewinnen können, aber dafür einen seiner besten Trainer. Wer hätte gedacht, dass es ihm gelingen sollte, mir Flügel zu verleihen? Hallo? Hallo? Hallo, da seid ihr ja. Ja. Ich werde euch fit machen für den Numuski-Auftritt im Tempodrom. Die Rede ist von Samuel Leander, der früher Sachbearbeiter einer Hausverwaltung war. Dann hat er bei einem Casting teilgenommen und heute zählt er zu den gefragtesten Star-Coaches der Stadt. So, was wollen wir heute endlich hier machen? Das werden Schauspiel-Achtsamkeitsübungen sein. Hauch mich mal bitte an. Also bei dir ab sofort keine Kohlenhydrate mehr, kein Zucker, Fruchtsaft, das ist alles gestrichen vom Speiseplan und keine Masturbation. Richtet euch alle auf und lauft mir mal hinterher. Hier sehe ich den König, den Stolz. Ihr seid im Augenblick ein VW Polo, der so mit 100 über die Autobahn fährt. Wir wollen aber ein Porsche Turbo sein, der mit 300 Sachen über die Autobahn brettert. Ja, ich spüre das. Ist noch blockiert, aber wenn ihr das übt, das kommt immer mehr und faucht weiter. Ja, mit dem Tiger und du willst mich endlich fressen. Sagst du den Satz, ich will meine Götter speisen. Der Tiger, komm. Ich will meine Götter speisen. Das ist ja, ihr kommt ja aus dem Kulturkreis, das ist ja für mich total exotisch. Wo ihr herkommt und so, aber ich muss sagen, also dafür sprecht ihr hervorragend Deutsch. Ihr müsst euer Qi entfesseln, ja? Jetzt befreit ein bisschen der Qi in euch, ja? Das ist der kindliche, lasst das raus! Das ist richtig! Lasst das raus! Wenn es fließt, dann fließt es, dann soll man das rauslassen! So, und das ist der Beckentipper, ja? Das ist ganz wichtig. Versucht das mal, das ist hier dieser kleine Knackpunkt. Aber es ist wichtig. Da hängt das ganze Qi. Das ist die Lebensenergie. Das sammelt sich ja alles hier im Bauch. Ja. Wenn man das befreit, dann seid ihr frei zu tun, was auch immer ihr wollt. So, bang, 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 bang. Und jetzt bildet man eine Reihe. Bang, ja, das ist es. Oh, ist das geil. Ja. Merkt ihr, jetzt kommt der Energiefluss zustande. Bam, 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 ja, lass bam. Lass den Strom fließen, das ist ein Fluss. Bam, bam. Merkt das? Bam, bam, alias Love. Ein kleiner Prinz, probier's aus. Mach die Bam-Übung, wenn du traurig bist. Ich war nun bereit, die Flügel auszubreiten für den ganz großen Sprung.